Während sich in Kreuzberg gegen 15 Uhr Teile der Demo Kleine Scharmütze mit dem Bullen lieferten, gingen ca. 300 gegen organisierte Faschisten im Prenzlberg vor. Nein, alles ist verboten. Die Freiheitlich Deutsche Arbeiterpartei, kurz FAP genannt, wollte dort am 1. Mai eine Demo unter dem Motto 1. Mai chaotenfrei, keine Anarchorandale am Tag der nationalen Arbeit durchführen. In der Nacht zuvor klebte die FAP Aufrufe zu ihrer Demo, wobei sie erfolgreich behindert wurde. Die Demo wurde von Friedhelm Busse angemeldet. Er ist seit 1988 der Vorsitzende der FAP. Die FAP wurde 1979 in Stuttgart als regionale Splitterpartei gegründet. Erst ab 1983, durch den Eintritt von ehemaligen ANS-NA-Kadern, wurde die FAP binnen kürzester Zeit zu der größten neofaschistischen Partei ausgebaut. An die FAP angeschlossen ist die Deutsche Frauenfront, DFF, und die Freiheitlich Deutsche Arbeiterjugend, FAJ. Die FAP bekennt sich sinngemäß zum Programm der NSDAP. Die Mitgliederzahl wird auf mehr als 1500 geschätzt. Aufgrund der massiven Präsenz wurde die Kundgebung der Faschisten kurzfristig verboten. Die offizielle Begründung der Bullen lautete jedoch wegen Waffenbesitz bei den Faschos. Daraufhin mussten die Faschisten unter BGS-Schutz zum S-Bahnhof flüchten. Die Bullen versuchten ständig, antifaschistische Gegenwehr zu verhindern, was ihnen aber oft nicht gelang. Thank you.
Freiheit, als du erschaffst, hör dir die Nacht, wo du sie siehst, zeig ihr, dass du